Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial, wie man bei Avira Free Antivirus die Werbung, die dauernd so schön riesengroß aufbloppt, ausschalten kann. Ich habe schon mal ein Tutorial gemacht, wie man die Werbung ausschalten kann. Allerdings ist dazu ein Abwürgen des Rechners notwendig, beziehungsweise eben man muss in den abgesicherten Modus kommen. In diesem Tutorial müssen wir den Rechner nicht neu starten. Wir müssen allerdings nur Administratorenrechte haben, sonst funktioniert das Ganze hier nicht, denn wir müssen in Windows eine Sicherheitsrichtlinie anlegen. Dieses Tutorial habe ich extra gemacht, da es bei manchen nicht funktioniert hat mit dem Abwürgen und in den abgesicherten Modus starten. Deswegen habe ich hier dieses neue extra Tutorial extra für euch gemacht. Also wir gehen auf Start, dann in die Systemsteuerung. System und Sicherheit und gehen dann hier auf die Verwaltung und wählen hier lokale Sicherheitsrichtlinien aus. Dann müssen wir mal auf Ja klicken, dass wir das öffnen können. Und dann schaut das Ganze so aus, können wir auch mal ein bisschen größer ziehen. Dann klicken wir in den Ordner Richtlinien für Software-Einschränkungen und wenn ihr draufklickt, ja, dann seht ihr auch nichts, weil nichts drin ist. Deswegen machen wir jetzt einen Rechtsklick drauf und wählen neue Richtlinien für Software-Einschränkungen erstellen aus. Und dann haben wir zwei neue Ordner dazu bekommen und hier drei Dateien. Wir gehen hier auf zusätzliche Regeln, machen einen Rechtsklick drauf und wählen aus neue Pfadregel. Dort haben wir jetzt ein neues Fenster bekommen und klicken dann auf Durchsuchen. Als nächstes wählen wir den Ort aus, wo Avira natürlich installiert ist. Das ist meistens dann beim 64-Bit-System Programme in Klammer x86. Bei 32-Bit-Systemen ist x86 nicht vorhanden, also da ist nur Programme. Dann gibt es hier den Ordner Avira, Avira Desktop und hier suchen wir uns die Datei AV-Notify aus und klicken auf OK. Dann wählen wir hier bei Sicherheitsstufe nicht erlaubt aus und klicken auf Übernehmen. Noch OK und fertig sind wir. Jetzt kommt das Fenster nicht mehr, denn jetzt haben wir von Windows aus dem Programm oder der Exe-Datei die Ausführung verboten. Und ihr seid nun von Werbung befreit. Dann könnt ihr das ganze Zeug hier wieder schließen und Spaß haben. So, das war eigentlich alles. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, haut rein.